Herzlichen Dank. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Das geht hier direkt da rein in meine Charakterschwäche, für die ich das brauche letztendlich auch. Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, Late Night Berlin ist zurück. Ja? Der Super Bowl für Intellektuelle. Da sind wir wieder. Was habe ich das vermisst? Ja. Schön. Ich wollte eigentlich sagen, ich bin endlich wieder da. Ja, also gut, ich war Samstag mit Duell um die Welt da. Vorgestern bei Wer steht mir die Show. Aber jetzt halt noch mal wieder da. Also, Gott sei Dank. Late Night Berlin, das habt ihr doch am meisten vermisst jetzt. Gott sei Dank, endlich. So. Hat noch nicht geklappt jetzt. Ich habe am Sonntag habe ich probiert, Joko die Show zu stehlen. Hat nicht so gut geklappt. Nächstes Mal schaffe ich das. Wenn ich es nicht schaffe, klaue ich ihm was anderes, seinen Rucksack oder so. Ja? Einfach so, damit ich nicht so unbefriedigt nach Hause gehe. Ja? Bin hier heute Morgen reingekommen und habe ich gesagt, ich will hier Pyro für 20.000 Euro. Ich will ein peruanisches Streichorchester. Ich will zwei einradfahrende Elefanten, bis ich darauf aufmerksam wurde, dass wir in dieser Show hier sind und das ja nicht geht. Ja? Das ist die Show, wo es das alles nicht gibt. Da haben wir irgendwie, komischerweise, woran liegt das? Keine Ahnung, weiß man nicht. Die kleinste Violine der Welt, die spielt hier ein bisschen leiser. Aber da können wir ja miteinander was draus machen. Da basteln wir halt was Schönes, ja? Man muss ja nicht immer alles kaufen. Man kann auch selber sich gute Laune machen. Hier, also, herzlich willkommen zu Late Night Berlin. Das war eine lange Pause. Das war eine sehr lange Pause. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich euch so lange habe warten lassen. Ich war noch ein bisschen verkatert von Dieter Bohlens 70. Ja? Als Oldenburger muss man hingehen, ja? Sonst wird man ausgetragen aus dem Goldenen Buch der Stadt. Ich sehe auch die eine oder andere Person, habe ich gerade so entdeckt, hier im Publikum mit Augenringen wahrscheinlich, weil man die Nacht durchgemacht hat von Sonntag auf Montag, oder? Wach geblieben, weil ihr unbedingt wissen wollt, wie ist es ausgegangen, die Wahlwiederholung hier in Berlin? Ja? Wie war's? Wie 500, 600.000 Stimmen? Nein, es war natürlich der Super Bowl, ein spannender Super Bowl. Sportfans auf der ganzen Welt haben gezittert. Schafft Taylor Swift es rechtzeitig einzufliegen? Ja, sie hat kurz vorher in Japan noch ein Konzert gespielt und ist dann direkt mit dem Privatjet von da zum Super Bowl nach Las Vegas. Sie hat sogar noch einen Parkplatz bekommen. Auch großer Ärger, kriegt man hier einen Parkplatz noch in der Nähe. Für sie war das Spiel dann nicht mehr so spannend, weil Tokio ist ja 17 Stunden vor Las Vegas. Sie wusste, wie es ausgeht. Ja. Das ist natürlich blöd. Wie dumm bin ich, dass ich da wirklich jetzt drüber nachdenke, ob das geht? Ich bin also an der Datumsgrenze hatte ich Geburtstag. Ich bin so dreimal wach geworden, hatte immer noch Geburtstag. Schlecht. Habe auch überlegt, ob ich jetzt eigentlich älter geworden bin. na egal. Also unglaublich fand ich, wie man Taylor Swift da abgekultet hat, oder? Standing Ovations, egal was sie gemacht hat. Sie hat dann irgendwann eine Dose Bier geäxt. Standing Ovations, Applaus. Der komplette Super Bowl ist ausgerastet. Da ist das noch ein Applaus wert. Und bei uns, wenn unsere Nadel mal ein bisschen beschwipst in Krümels Stadel auf dem Tresen steht, da will man gleich wieder Probleme sehen, ja, oder? Unsere deutsche Nadel. Ja, so ist es, ja. Kurz noch ein anderes Thema. Habe ich in der feinen FAZ gelesen. Das ist eine Zeitung, FAZ. Und können wir das vielleicht mal kurz einblenden, was da drin stand? Genau. In Frankreich wird immer weniger gebumst. Menschen in Frankreich, ausgerechnet da, Liberté, Egalité, Bettflauté. In den letzten 20 Jahren ist der Anteil der Menschen in Frankreich, die ein Jahr lang keinen Sex hatten, von 9% auf fast 30% angestiegen. Bei den Franzosen, die wären doch eigentlich schon geil, wenn sie einfach nur den Busfahrplan lesen. Ja? Verheerend. Andererseits, wenn es jetzt im Schritt juckt, dann weiß man wenigstens sicher, dass es die Bettwanzen aus Paris sind. Ja? Muss man sich mal vorstellen. In Frankreich, der Hauptstadt der Liebe. Das ist so, als würde hier in Berlin keiner mehr auf die Straße kacken. Ja? Was bleibt denn überhaupt noch über von dieser Stadt oder von Berlin? Frankreich in der Krise. Morgen ist Valentinstag. Das ist peinlich an so einem Tag. Das stimmt. Ja, ich finde, wenn ich jetzt Macron wäre, dann würde ich ein Zeichen setzen an die Nation. Staatliche Soforthilfe. An jeden Haushalt eine Packung Mon Cherie und eine Flasche Frigenette, damit es wieder rund geht. Valentinstag ist ein wichtiger Tag, finde ich, im Bereich der Romantik. Aber ich sag's euch, bitte hört euch kurz auf zu freuen. Wo des einen Liebe blüht, welkt des anderen Lieb dahin. Ach Mensch, ja. Jahr zu Jahr gedenken wir zum Valentinstag immer wieder hier bei Late Night Berlin auch den Paaren, die es leider nicht geschafft haben. Oh. Wir gedenken den Getrennten.
I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Nicolino. Das ist auch mein Liebling. Hoffentlich findet er so schnell wieder jemanden. Na, Sie. Ach so, sind Sie wieder zusammen? Weiß ich doch nicht. Also weitere Videos auf diesem Kanal, die gibt's da. Wenn ihr das abonnieren wollt, ist da oben. Und da unten, da gibt es ganze Folgen bei Join. Ja, muss jeder selber wissen.